Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zeppo Plays Dust Force. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, noch eine Erkundungsepisode zu machen. Und zwar, wie man sieht, bin ich im Wald und mache hier mal diesen Tempel hier. Diesen überwucherten Tempel heißt es, glaube ich. Ja. Den Sprung mag ich nicht, den ersten. So, nee, so nicht. Man darf hier nicht mit zu viel Schwung rein, sonst, ja, sieht man ja, was passiert. Ja, ich liebe diesen ersten Teil hier schon mal sehr. Not. Ja, ich werde es einfach da lassen, ist mir auch gerade Pumpel. Wie soll man denn hier rüberkommen? Vielleicht ist es so gedacht, dass man hier wieder so springen muss und so, okay. Und dann oben rum geht. Dann, ach so, man kann eigentlich ganz runter springen, okay. Ich dachte, da wäre eine Plattform. Also dieses so halb rein und dann wieder raus Sprünge, so rein raus Sachen, mag ich nicht so gerne. Naja, das ist auf jeden Fall schon mal so gedacht. Ist das alles hier? Oder geht's da noch weiter? Ich werde einfach mal nach rechts unten springen und diesen linken Part da in Ruhe lassen. Ich weiß ja in etwa, wie das geht und finde ich jetzt nicht so spannend da. So, wenn ich nicht jedes Mal in diese blöden Stacheln da fallen würde. So, so habe ich mir das nämlich gedacht. Ja, hier ist noch ganz viel Zeug. Ich dachte schon, ob das ganze Level wäre. Das wäre aber silly gewesen. Silly, das wäre doof gewesen. Ich weiß, oh, das war ja gemein. Aber das sind eigentlich leichte Gegner, wenn man, er hier ist ein bisschen gemeiner. Aber er greift gerade, mich an. So habe ich mir das so habe ich mir das vorgestellt. Du bekommst eins auf die Mütze. Ah, der Kleine da, der durch den Großen durchgecharged kam, das war gemein. Oh, der kann hier runterspringen, das wusste ich nicht. Naja, er bekommt erstmal auf die Mütze. Oh Mann, ich nehme hier voll viel Schaden gegen diese Gegner. Eigentlich sollte es hier nicht so schwer sein. So, du hast voll auf dem... Oh, ist hier schon das Ende? Ah, okay. Dann hätte ich wahrscheinlich meine Spezialfähigkeit zünden sollen da. Hab's nur nicht auf die Kette bekommen, das zu verstehen. Ja, finde ich ganz okay, das Level. Werden wir mal weiterschauen, was es sonst noch so gibt. Das habe ich... Habe ich das schon gespielt? Natürlich habe ich das gespielt. Was eine Frage. Das habe ich natürlich auch gespielt. Daran erinnere ich mich nämlich noch dran. An dieses Level, das ich gar nicht mochte. Und dann machen wir hier mal die Grashöhle auf. Und schauen, was es hier so gibt. Da soll man wohl rein dingsen. Oh. Ja, ihr seid gemein. Da habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ja. Ja, das sollte eigentlich normalerweise kein Problem sein, diese zwei Typen, die da runterkommen. Oh, der Fuchs ist aber gemein. Wenn ich da nicht so schnell reagiert hätte, dann hätte Fahrradkette. So. Aber mal. Aber ja, ich hatte den Fuchs schwer in Erinnerung. Oh Mann. Da bekommt schon ziemlich ins Gesicht der Fuchs. Also muss man schon anerkennen. Und ich weiß nicht, was da los ist. Was da los ist. Warum ich diesen dämlichen Sprung nicht hinbekomme. So, jetzt aber ordentlich. So ist das nämlich gedacht. So, und das ist das Ende? Nein, ist es nicht, aber da waren zwei Gegner. Da, ja, der Igel da. Denkst du, ich hab dich nicht gesehen? Haha, da hast du dich vertan.
wenn jetzt hier... Das ist aber nicht nett von euch. Ich habe euch nichts getan, ich will euch nur retten und ihr schießt mich ab. Dann überlege ich mir das mit dem Retten nochmal und dann töte ich euch einfach. So. Und nach... Oh. Ah, egal. Ich erkunde ja gerade das Level nur. Geh weg. Da braucht man ein bisschen Momentum, ein bisschen Geschwindigkeit. Sonst wird das nix. So in etwa. Nee, so auch nicht. Ey, Mann. Ich bin völlig unfähig, darüber zu kommen, über diese blöden Stacheln. Und dann trifft mich auch noch dieser Arsch. Ich weiß nicht, wie das geht. Bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich da so weit kommen soll. Vielleicht verpasse ich irgendwas Offensichtliches. Ach ja, ich glaube, ich verpasse tatsächlich was Offensichtliches. Schieß mal, schieß mal. Ich will nämlich, dass der am Leben bleibt und dass ich den dann einmal drauf haue und dann kann ich nämlich nochmal, dann bekomme ich nochmal Schwung davon. So in etwa habe ich mir das gedacht. Naja, ich bin mir noch nicht so ganz so sicher, wie ich hier rüberkommen soll, ja. Du bekommst auf die Mütze, Freund. Ja, und ich bekomme auch auf die Mütze. Ah, ich glaube, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber es hat funktioniert, von daher. Whatever. Bam. Ah ja, und jetzt habe ich noch nicht mal den Rest da unten aufgeputzt. Wahrscheinlich nur ein Completion Rating von C oder sowas. Nee, sogar ein A-Rating. Aber ewig hat es gedauert und ja. Das muss ich auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen, bis das gut wird. Und ja, ein bisschen Zeit haben wir, glaube ich, noch. Dann da unten ist schon mal nichts. Oder, oh, man kann da... also ich glaube nicht, dass ich da so ganz normal hochkommen kann. Da muss ich wohl einen anderen Weg dahin nehmen. Machen wir doch mal hier Aszent. Oh, und ich habe noch einen goldenen Schlüssel. Gefällt mir. So, nach oben sollen wir also. Haha. Fast. Also das versuche ich nochmal. Das hat gerade eigentlich schon von Anfang an ganz gut funktioniert gehabt. Ich hätte es nicht verfluchen sollen. So. Ja, ich kann ja zum Glück hier von hier starten. Geh doch da hoch, Mann. Wofür bezahle ich dich denn? Nee, keine Ahnung. Ja, es liegt viel Arbeit vor mir, definitiv. Das kann man schon mal sagen. Wenn ich die alle Levels mit AA abschließen will, da werde ich wohl die eine oder andere Stunde in diesem Spiel sitzen. Aber da ich Plattformer liebe, macht mir das absolut gar nichts aus. Und ja, ich werde gern besser in solchen Spielen. Insbesondere, was ich mag, ist, also ich liebe es, wenn Spiele richtig hart sind, dann diesen Moment, wenn man das Spiel einfach komplett besiegt hat. Und dann bin ich richtig glücklich eigentlich. Ja, ich werde hier nochmal von vorne anfangen. Keine Ahnung, ich werde versuchen, den Sprung da mal zu skippen. Also ich werde ihn jetzt ein, zwei Mal probieren noch und dann versuche ich mal, ob man den Sprung hier irgendwie umgehen kann. So, rauf da. Ja, geil. Nee, nicht so. Nein, oh Gott, ich muss ihn jetzt bestimmt nochmal machen. Tolle Wurst, tolle Wurst. Fast, Mann. Also nochmal von vorne. Hurra. So,
Ja, so war das nämlich gedacht. Man kann ja nochmal hier seinen Walljump auspacken. Keine Ahnung, ich habe das einfach mal liegen gelassen. Hat keiner gesehen. Ich bin noch voll schlecht in diesen hier Gegner vermöbeln, um dann die Gegner als quasi Sprungbrett zu benutzen. Das ist auch noch definitiv was, was ich üben muss. War das der letzte? Nein, natürlich nicht. Da geht es noch ein ganzes Stück nach oben. Oh, da muss man sich beeilen, aber oh. Und hier muss man diesen Sprung machen. Hier geht es aber ganz schön weit nach oben. Komisch, dass das Level Aufstieg heißt. Ja, dann hätte ich es damit auch mal geschafft. Und da benutzen alle den grünen Typen. Alle, die hier schnell waren, haben hier den grünen Typen benutzt. Das heißt, der ist vielleicht nicht komplett nutzlos. Vielleicht werde ich hier auch den grünen Typen benutzen. Da ich voll Mainstream bin und so. Haha. Gibt es hier nicht noch irgendwie. Ja, ich werde noch das Level spielen. Das geht, denke ich, definitiv noch. Das Level gefällt mir schon mal. Der Anfang ist leicht. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn der Anfang leicht ist. Ja, und jetzt fängt es an, schwer zu werden, oder was? Nein, nicht auf die Stacheln springen. Das tut doch weh, Mann. Okay, der Anfang war leicht, das haben wir alle gesehen, aber jetzt fängt es hier so ein bisschen an, ne? Einen, ja, wie soll man sagen, zu verarschen, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ah, ich glaube, aber ich weiß, wie das hier gedacht, also wie dieser Sprung zumindest gedacht ist. Man muss hier, na, so nicht. So, man muss hier nämlich ganz nach oben laufen und dann, ja, so ist es nämlich gedacht. Und ich werde da mal erstmal eine Zwischenstation einlegen. Ich mache nochmal von ganz vorne. Das ist wahrscheinlich eins der ersten Level, an denen ich arbeiten werde, weil das schön leicht erscheint. Weil das schön leicht erscheint. So, jetzt habe ich genug Schwung. Ja, perfekt. Fuchs. Das war dämlich. Das war auch dämlich. Ja, oh, nein. Ja, gerade noch so gerettet, ey. So, den Bär haben wir auch eins verpasst, aber eigentlich hat er eher uns was verpasst. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass da Stacheln sind. Liebe ich ja Stacheln. Wie soll das funktionieren? Das ist ein geiler Sprung. Vielleicht muss ich hier noch mal. Ja, nein.
Naja, da krieg ich volle. Oh, jetzt habe ich aus Versehen das ganze Level nochmal neu gestartet. Aber ich werde es einfach nochmal spielen. War ja jetzt nicht so schwer, glaube ich. Vor allem, da man da einfach stehen bleiben kann an diesem Part. Armes Fuchsi. Nein, so nicht. Vielleicht muss man sich da seine Spezialattacke aufheben für diesen Einsprung. Glaube ich aber eigentlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man seine Spezialattacke noch hat, weil dann kann man hier diesen Sprung auf jeden Fall skippen. Ohne Probleme. Was heißt skippen? Man muss da schon noch springen, aber... der Sprung ist sehr viel einfacher auf jeden Fall. So, damit würde ich sagen, war es das für diese Erkundungstourrunde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!